Sagt doch einer, dass ich voll über meine normale Folgenlänge drüber bin. Jetzt habe ich eine 25-Minuten-Folge gemacht. Ach Mann. Hier mache ich ja noch 30 Minuten, ihr Dinger. Das wäre ja noch schlimmer. Oh. Viel passieren tut ihr gerade nicht, außer dass ich gerade ein bisschen orientierungslos rumlaufe. Wie finde ich den Himmel hübsch? Na gut. Wie dem auch sei, meine Kontaktperson müsste hier irgendwie. Oh, guck mal. Hä? Warum ist denn das da? Warte mal, sind das da? Oh fuck. Eine echte Schande. Oh. Arcade, das war jetzt aus vielen Gründen doof, was du da gemacht hast. Warum schießt er eigentlich schon wieder mit einer Laserpistole? Hä? Hat ihr denn einen Nahkampf und einen Fernkampf? Das ist, glaube ich, ein Grafikfehler. Hat ihr denn einen Nahkampf und eine Fernkampf-Dingens, oder? Ich schätze, dass das deutlich schlechter hätte laufen können. Ach du Scheiße. Ist das nur eine kleine? Das ist eine junge Todeskralle, lohnt sich ja nicht so richtig zu schießen. Ah, ich meine, ich will die Windeln schon im Kopf erwischen. Hätte ich so weit weg? Er läuft aber direkt auf mich zu, das ist auch irgendwie doof. Eine echte Schande. Alter. Falsche Seite vom Berg. Ja, ich merke das schon. Ich glaube, ich habe einfach zu lange gebraucht bei der Auswahl des richtigen. Ich sollte wirklich mal wieder die Munition, die Explosivmunition nachkaufen. Ich wollte mich eigentlich mit der Hohlspitzmunition mit dem schallgedämpften Gewehr. Also eine Todeskralle würde ich wohl tot kriegen, wenn es drauf ankommt. Auf geht's! Jetzt ladet er hier nicht nach, wir brauchen die Panzerbüchse! Lebt Arcade noch? Sieht nicht gut aus für ihn. Alter, wie viel Schaden so eine Todeskralle macht, ne? Aua. Das könnte schwierig werden. Alter, warum die auch gleich alle kommen müssen? Ne, keine Chance. Hier werde ich wohl nicht. Boah, wie viele das auch sind, ne? Selbst wenn ich den Viechern in den Kopf schieße mit der guten Brandmunition. Arcade ist gestorben, ja gut. Ne, keine Chance, das sind viel zu viele. Boah, jetzt ist sogar Ede kaputt gegangen, alter Schwede. Und der hält verflucht viel aus. An so viel kommen wir nicht voran. Da führt kein Weg dran vorbei an den Viechern. Also, nein. Anders, da führt kein Weg durch, die Viecher. Ja, das mit Colonel Moore. Oh Gott, da ist ja noch einer. Wie viele es hier nicht gibt. Ist vielleicht die Panzerbrechende? Habe ich nicht. Ich habe keine Hohlstützmunition für die Waffe. Fällt mir gerade so auf. Rebella, du bist DJ? Mittlerweile gucken wir DJs zu. Krasse Sache. Trotzdem wüsste ich gerne, warum da oben so ein Grafikfehler ist. Aber ich komme mir beim besten Willen nicht ran. Ist ja nervig. Oh ne, oder? Warum? Hallo? Hallo? Wo kommt... Arcade ist gestorben, hervorragend. Warum wurden die jetzt nochmal angegriffen? Jeder wurde zerstört. Ja, warum haben die denn jetzt nochmal Gegner gepult? Warum machen die denn sowas? Ich merke übrigens gerade, mit der 10 mm Knifte mache ich halbwegs machbaren Schaden. Ja, aber trotzdem jetzt mal ernsthaft. Warum haben denn Arcade und keine Granaten mehr da? Ja, ich hätte Granaten, aber die würden es nicht bringen. Also... So, Jungs, wir...
Nein, nein, wir kämpfen nicht. Oh, ja, Vollidioten, ihr sollt nicht kämpfen. Oh. Oh Mann, ey, warum pullen die denn so viel? Das ist mir noch keine Kontrolle. Wann der Autosave? Nee, den Autosave möchte ich nicht. Ich muss hier irgendwie rauskommen in der Situation. Vielleicht, wenn ich schleiche. Ich glaube, ich darf nicht rennen, weil dann rennen die nämlich auch und dann ist ganz so doof. Na Jungs, kommt ihr mit? Wäre echt gut. Ja, sie kommen mit hervorragend. Ich quicksave jetzt schon mal hier. Ja, nee, die Granaten, selbst die Plasmagranaten würden nicht genug Schaden machen, um hier irgendwie die Viecher platt zu machen. Das war echt ärgerlich, weil ich muss hier nämlich irgendwo hin. Obwohl, ich muss eigentlich ganz schön. Ey, ich bin eigentlich ein bisschen zu doof für diesen. Oh nein, ey. Warum? Was macht der da oben? Ist er komplett behämmert? Man, gucke sich bitte mal an. Oh Mann, ey. Wo er rumrennt? Da hinten. Wir waren gerade da. Ey, es ist nicht sein Ernst. Ey, der verdient es eigentlich zu sterben für so eine Idiotie. Das bringt auf Nahkampfwaffen was. Nee, halt, warte mal, wo ist ein Arcade hin? Oh nein, ich hab's verbuggt, oder? Also ich bin nicht bereit, Arcade sterben zu lassen, ne? Also, warte mal. Oh. Mir fällt gerade die Ultima Ratio ein, wie wir hier rauskommen aus der Geschichte. Schnell reisen! Was? Schnell, das bringt auf Nahkampfwaffen was? Ey, was? So, okay, jetzt sind wir wieder aus der Situation rausgekommen. Wunderschön. Dann können wir jetzt ja nochmal neu anrennen. Ich sehe gerade, die Panzerbüchse ist auch schon relativ angeschlagen. Also wie muss ich denn jetzt laufen, um da hinzukommen? Aber wie hätte ich das Gefühl, dass ich so oder so durch Todeskrallen durch muss? Dass ich eigentlich nur die Menge bestimme. Aber ich habe es eigentlich schon mal geschafft, halbwegs zufriedenstellend Todeskrallen tot zu kriegen. Warum klappt das jetzt eigentlich nicht mehr? Gut, beim letzten Mal habe ich ziemlich mit der Explosivmunition rumgeaßt, aber... Das müsste doch eigentlich auch mit der normalen gehen, wenn ich da einen kritischen Schleichangriff auf den Kopf mache. Ja genau, jetzt sind wir nämlich wieder hier. Ach, vielleicht ist die Brandmunition noch vielleicht gar nicht so gut geeignet. Jetzt kommt erstmal nur einer. Na komm Jungs, das schaffen wir wohl gerade noch. Na bitte. Glück auf. Arcade ist vergiftet. Ist er? Immer noch? Oh, dieses komische Würfelzeug, das hätte ich, glaube ich, nie machen sollen. Sehe ich das irgendwie? Den geht's doch top. Voll Lebenspunkte. Gut, dann gehen wir jetzt mal ganz bedächtig weiter und, machen mal keine schnellen und hektischen Bewegungen. Versuchen hier mal... Warum hat denn Ede jetzt eigentlich wieder diesen roten Schuss? Oder macht er den blauen nur im Nahkampf? Ich gerade einen, hat der vielleicht irgendjemand von den Todeskralleneier bei? Die würden mir ja das super leckere Todeskrallenomelett bringen. Ich muss hier definitiv in diesen Steinbruch rein. Ja, ich muss hier nach Quarry Junction. Oh, das wird richtig hart. Aber scheinbar will das Spiel ja so, dass ich das so mache. Ich weiß gar nicht, wie ich vor das hätte spielen sollen, wenn es nicht das Arsenal der Waffenschieber gegeben hätte, weil dann hätte ich ja die Panzerbüchse nicht kriegen können. Und ohne Panzerbüchse wäre das hier verdammt schwer geworden. Was macht denn das Vieh da? Oh. Ja, guck mich an. Nicht den Arcade nehmen, wir hauen. Alles gut. Ich muss ihn jetzt eine Weile hochheilen, sonst stirbt er. Muss ich? Oh. Oh. Hm. Achso, ich hab... Nee. Ja, er rennt so ran, er rennt so lang, als würde er gleich am Verrecken sein, aber... Mach es keine Gegner, nee, dann kann ich natürlich auch leider keinen... Ja, er tut zwar die ganze Zeit wie so ein Stück Husten, aber vielleicht kann ich ihn nicht einfach Aber behandeln Sie mich bitte nicht wie Ihr Pack, Ramin, ja? Kann ich ihn nicht einfach ein Gegenmittel in die Tasche schieben? Gegengift. Nee, kann ich nicht. Ich frag mich zwar, wie er die Rüstung da vergiftet hat, aber... Ja, das passt schon. Der heilt sich gegen. Das ist gar kein Problem. Gegengifte nimmt er nicht.
Das ist natürlich erst in dem Moment, in dem ich es gemacht habe, ne? Warte mal, jetzt hat es doch hier wieder... Nee, es hat immer noch keinen Feind. Oh Gott, ist das deprimierend. Ach, Mann. Deprimierend, deprimierend. Was? Meister der Mojave, entdecken Sie weitere Orte. Yay, 75 Stück. Da hinten hat es noch eine Todeskralle. Da unten ist noch eine. Ja, Arcade mit seinem super Schleichmove. Nö, der hat 256 von 156 Lebenspunkte. Und jeder springt, fliegt auch hinterher. Warum bin ich jetzt hier hochgeklettert? Ach ja, richtig, weil ich von hier oben mehr sehe. Wie? Irgendwie? Jetzt benutzt er wieder das blaue Dings. Das ist scheiße unpräzise. Aber es reicht immer, um die Todeskralle platt zu machen. Naja, naja. Immerhin etwas. Und irgendwann müssten ja auch alle Todeskrallen tot sein, muss man dazu sagen. Ich meine, es gibt ja wahrscheinlich nicht unendlich viele davon. Ich glaube, ich habe definitiv mehr Munition bei, als es hier Todeskrallen gibt. Insofern ist alles gut. Alles gut, alles gut, alles gut. Wenn man denkt, dass ich heute eigentlich mir fest vorgenommen hatte, die Arcade-Gunnen-Mission zu starten, so heißt der Typ beim Nachnamen, sehen wir ja, wie weit ich bis... Alter, wie er mit den Arsch wackelt, ist ja grausam. Ich spiele wieder aus Innenperspektive oder so. Das irritiert mich. Das ist ja noch eine Todeskralle. Das ist ja noch eine. Oh nein, Jungs, das war unser Todesurteil. Juhu! Also es geht eigentlich mit... Also eine so eine Todeskralle ist mal gerade so noch tot zu kriegen. Oh, fuck. Oh, Todeskrallen-Alpha-Männchen. Oh, wie er einfach direkt neben mir down geht. Oh, Mann, ey. Arcade ist gestorben. Ja, schön. Ich weiß. Ich bin auch schon tot. Ich dachte, jede stirbt jetzt vielleicht auch noch in einer Zeitlupe. Alpha-Männchen, das ist... Ich glaube, ging so ein... Mit Korn... Ja, blöd. Machen wir den Part nochmal. Ach, jetzt bin ich hier wieder... Nee. Da, doch, das ist nicht mal 3 Minuten her, wo ich hier quicksaved habe. Also das Alpha-Männchen, das muss ich definitiv mindestens mit einer Schleichattacke treffen. Hat das Arcade gerade mit 1 oder 2 Schlägen tot gemacht? Ist es das? Hm? Tweet High, Awareness Medium, Combat Range Midi, Disposition Hostile. Unschön. Unschön, unschön, unschön. Aber es rennt weg. Wie zur Hölle soll sie denn hier überlebt haben? Da hinten ist das Alpha-Männchen, ja? Ich habe das Gefühl, es ist doch schneller als... Nicht nachladen, nicht nachladen, nicht nachladen, du Vollidiot! Oh. Das ist das Schlimmste, dass man... Warum kann ich nicht die Waffe wechseln, wenn ich geschossen habe? Nein, es geht nicht. Ich muss erst zu Ende das Magazin nachjustieren. Danach kann ich... Das hat mir gerade das Leben gekostet. Hätte ich jetzt noch ein paar Schuss mit dem Leer hinterher setzen können, wäre das vielleicht alles ganz anders gelaufen. Was machen die eigentlich da für Symboliken? Ihr zeigt da irgendwas Tolles. Auf geht's. Wenn Sie gerade eine Abtasche vor Hand haben, dann kann... Oh Mann! Deprimierend, deprimierend, deprimierend. Oh Mann. Es muss aber gehen, das war ja relativ... Was zur... Das war ja gerade relativ knapp, also das geht schon. Vielleicht, wenn ich mal doch die panzerbrechende Munition ausprobiere, aber eigentlich dürfte die nicht mehr Schaden machen. Oder ist ein Todeskran gepanzert? Und kommt das jetzt sofort an? Hat mein Chat restart. Du hast uraltes Zeug von mir vorgelesen. Ja. Scheinbar.
Ich habe gerade eine super tolle Idee. Ich schieße den scheiß Vieh in den Fuß und hoffe dann, dass es ganz so langsam ist, dass ich ihn dreimal in den Kopf schießen kann. Ist jetzt mein neuester Plan. Quicksave nochmal. Na bitte. Nimm den Alien Blaster oder das Gauss-Gewehr. Beides habe ich gerade nicht bei. Okay, Aki geht super. Der Alien Blaster. Wurde mir schon gesagt, dass das Alien-Dings die beste Waffe im Spiel ist. Das Problem ist bloß. Ja, genau, das Alpha-Mädchen ist leer. War ja überhaupt nicht anstrengend, das umzubringen. Weil das Problem an den Energiewaffen alle ist, dass ich mit denen alle nicht so viel machen kann. Das Gauss-Gewehr, was ich habe, ist ja komplett kaputt. Das würde mich ja 8000 Dingsbums kosten. Du hast doch wildes Idland drin, oder? Ja, habe ich. Warst vielleicht, glaube ich, sogar anwesend, als ich dieses komische Alien-Raumschiff gefunden habe im Westen. Und wie weit muss ich denn hier eigentlich noch rein in Kirby Junction? Dieser verdammte Steinbruch, ne? Ach komm. Ich habe kein Problem damit, Leuten in den Rücken zu schießen. Naja, mit der Panzerbüchse geht's so leidlich. Tot. Leidlichst geht's. Es könnte besser sein, sag ich mal. Wie viele Todeskrallen es hier auch gibt, ne? Ich suche immer noch nach einem Todes... Oh Gott. Gibt's da hinten etwa die geballte Ladung? Ist das schon wieder ein Männchen? Sieht zu grau aus. Das ist, glaube ich, eins. Medium? Okay, es ist doch eine normale. Aber ich glaube, wir nähern uns langsam mal sicher den Ort, wo ich eigentlich hin will. Oder ich muss gar nicht nach Kirby Junction, obwohl doch die Karte sieht so aus, als würde sie mir genau das verklickern wollen. So, wenn ihr jetzt nicht alle nicht ausrastet, müssten wir relativ easy und ohne größere Probleme an unser Ziel ankommen. Ich bin eine V-Jane. Ich mach Visuals. Ach so. Visuals. Nicht ein DJ, sondern ein. Eine VG, also nicht ein Disc-Jockey, sondern ein Videojockey. Ah! Ja doch, das ergibt Sinn, glaube ich. Ich glaube, das ist ein. Wie? Moment mal, produziert dieses riesengerade große Vieh da immer neue? Was? 700 Lebenspunkte? Todeskrallenmutter, ach du Scheiße. Oh, daneben. Alter, warum sind die Todeskrallen eigentlich so verflucht schnell? Aber ich glaube, ich stehe hier gerade ganz günstig, um so einen Todeskrallplatz zu machen, weil das automatische Wegfindungssystem gerade nicht so richtig darauf klarkommt, wo sie langlaufen soll. Die Babys werden ja hoffentlich jetzt nicht so schwierig sein. Nee, sind sie auch nicht. Sind sie zum Glück auch nicht. Die Mutter hat sicherlich gute Eier bei. Dann bitte. So ein Todeskrallenbaby kriegt man doch gerade noch mit der 10 mm Knifte kaputt. Ey, ist ganz schön groß, das Vieh. Ein Ei! Genau. Dass das Vieh nicht vor mir stand. Gut, dass das Vieh nicht vor mir stand. Hey, ich hab's richtig geraten. Was macht denn hier so ein Elektrogeräusch? Gibt's hier etwa noch irgendwie was, was noch funktioniert? Ich meine, so ein Steinbruch ist jetzt nicht gerade so der Ort, den man absolut plündern kann. Hätte eigentlich gedacht, so nach der Apokalypse ist so ein Steinbruch der letzte Ort, wo man sich großartig umguckt. Guck mal, im Nest, da sind auch ein paar Eier. Ja, gleich. Ich möchte jetzt mal gucken, ob es... Ja, der Aufwand hat sich gelohnt. Da vorne ist jemand. Wobei sich mir gerade ein bisschen die Frage stellt, wie zur Hölle haben die da überlebt? Ich meine, ich musste mich hier mit aller Macht durchschießen. Die haben hier ein Lager oder was? Das ist nicht euer Ernst. Sind die Wissen irgendwie eingesperrt oder so? Oder haben hier große Probleme gehabt, hier rauszukommen? Pass auf, es gibt hier wahrscheinlich einen super tollen Geheimgang, wo man hier reingekommen wäre ohne große Probleme. Das ist nah genug. Was wollen Sie von den Großkhanen? Ja, also,